Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Ja, ich soll für Korngar bzw. für Iberion die Heilkräuter besorgen. Ja, habe ich. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Nein, ist er nicht. Ja. Er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Junge, ich stand hinter dir. Was laberst du für eine Scheiße? Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zaunerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Oh Mann, kannst du meine Stärke und mein Geschick trainieren? Kampfkraft und Wenden. Wie kann man denn so... So. 20 mehr Stärke, das dürfte doch erstmal was Vernünftiges sein. Wie viele Lernpunkte habe ich? 61 noch. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Danke. Endlich ein Schnellreisesystem. So. Gut, dass Kor-Kalom weg ist. Ich habe den Typen eh nicht ausgestanden. So, holen wir die Sachen kurz aus seiner Kiste. Wir haben das Schloss ja eh schon mal geknackt. Also ist wirklich nicht. Alles klar. So, gut, dann können wir noch gleich wieder hier Sachen verkaufen. Wir haben ja ganz viele Schwerter. An der Geschichte muss wohl doch was. Richtig. Solange ich damit nichts zu tun habe. Mein, dass der manchmal so unfähig sein kann, ne? Lass uns lieber über das reden. So, da ist gar nichts, das ist gut. Das ist wirklich nicht. Ah, Almanach und Fokus. Ich dachte gerade, ich könnte irgendwie Alchemie mal betreiben. Aber das ist nicht der Fall. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. War doch klar, dass das Ärger gibt. So, lecker, lecker. Immer wieder. Dann zum Schmied hier, der hat doch ganz viel Geld, ne? Die Bank auf. Corinus! Erwache! Ich will mit dir. Gut. Obwohl, so viel hat er gar nicht mehr. Zähne. Das kann ich erst behalten. Rüstungen hier, ganz viele. Was? Eine Stahlzunge. Richtschwert. Noch ein Richtschwert. Noch ein Richtschwert. Kampfschwert. Kriegsschwert. Furchtbringer. Kusch. Varax. Und ja. Gib mir doch wieder mal ein ganzes Erz. War so gut wie dein ganzes Erz.
So, 75. 21 Erze, der Mann noch. Also. Man darf auch nicht alles glauben, was man damit hat. Kommt er auch nicht mehr weit. Man darf auch nicht alles glauben, was man bei dem weiß ich jetzt nicht, ob ich handeln konnte. Oh. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarze. Ja, ja, stimmt. Ich will handeln. Was willst du? Oh, der hat 5. Das ist natürlich nix. Solange ich damit nichts zu tun habe. Nee, da bringt mir gar nichts. Wie viel Erz habe ich? 3423. Und diese Rüstung kostete irgendwie auch mehr als ich habe, glaube ich, noch. Das lohnt sich dementsprechend noch nicht für mich. So, Ausbruchsplan des neuen Lagers, das Great Monopol. Ich muss also wirklich zum neuen Lager. Ja, wenn ich meine. So, wie geht's zum neuen Lager, das weiß ich noch nicht. Ich habe Vermutungen, aber ich habe keine Ahnung. War nicht besonders schlau. So, los geht's. Das ist jetzt wieder ein ewig langer Weg. Ich weiß ja noch das letzte Mal, wie lange hat das gedauert? Wir mussten von hier, glaube ich, in die alte Mine, ne? Oder zurück, und das hat auch irgendwie 20 oder so Minuten gedauert. Ja. Zum Glück findet man in anderen Spielen Teleportsteine immer sehr schnell. Wobei in Gothic schneller als in Wizard sogar noch. Arcania weiß es halt nicht. Nun. Lululu. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich mache mir gleich einen Eistee nach dieser Folge. Einen leckeren. Und dann mache ich mir vielleicht noch einen Toast. Mit Marmelade. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ich ganz wenig Marmelade aufs Toast mache. Ja, und vielleicht. Oh, ich weiß nicht. Ich muss mein Glasmüll noch rausbringen. Das ist vielleicht noch relativ. Was? Dieser Typ hier, ne? Sagte der nicht, dass es da zum alten Lager ging, im neuen Lager ging? Oder war das was an? Nee, das ist der nicht. Das ist der, der sagt, dass es da irgendwie zu einer Orkhöhle geht. Pacho oder Pacho oder wie auch immer. Oh. Na. Aber ein bisschen Zeit sparen. Ich kann mir auch immer. Nee, eigentlich kann ich nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man sich mit dieser F8-Teleportation Zeit sparen kann, aber. Das ist auch nicht der Fall. Hm,
Da hinten nämlich ging es, glaube ich, zum neuen Lager. Hier war ich nämlich noch nie. So. Hallo, Freunde. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Na ja. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Ja, gut, dann Orkgebiet ist nicht so geil. Da ist nicht das, wo ich hin will. Wo geht's denn dann zum neuen Lager? Da unten vielleicht? Frage ist, wie ich da hinkomme. Auf ganz regulärem Wege. Ach, warte mal, hier diese Brücke. Das war doch auch so ein Scheideweg, ne? Oder? Oh. Ja. Vor 30 Folgen haben wir uns damit noch ein bisschen rumgeärgert mit diesen Dingern und jetzt ist das einfach nur noch eine billige Erfahrungsquelle. Ein Rabenkraut, achso. Oder hier die Dinger, die einen gewone-hittet haben. Oh, Wölfe auch schon One-Hit. Ist hier denn sonst noch was? Also doch. Wenn die verschlossen sind, dann bringt mir das auch gar nichts. Weiter geht's. So. Ja. Was bist du? Lurker. Na. Hallo? Hallo. Wenn er einfach keinen Schaden kriegt, dann ist mir das auch egal. Weiter geht's. So, hier sind noch mehr Lurker. Was ist das denn? Kann ich nur von der Seite oder so irgendwie beschädigen oder was ist das? Meine Güte. Oh,
Warane, die unsterblich sind. Ich, der keinen Bock dann hat. Und weiter. Und nochmal weiter. Ein Goblin ist dann auch. Hier, 100%iger Treffer. Kriegt keinen Schaden. Schürhaken? Alles klar. Ganz schlechte Idee zu tauchen. Oh, geht schon besser. Oh, also das Wasser ist halt echt das Beschissenste in diesem ganzen Spiel. So. Boah, Junge. So, die haben Schwerter dabei. Ja. So, und weiter geht's. Mal gucken, ob wenn ich hier am alten Lager vorbeigehe, ich wirklich ins neue Lager komme. Das Ding ist halt, ich habe keine Ahnung, wo es zum neuen Lager geht, ne? Deswegen, es gibt ja auch keine Map. Nur so einzelne Teilkarten. Das ist immer gut. Wird staubig. Aha, es geht ins Nirgendwo. Das ist natürlich auch gut. Dann gehen wir weiter. 15 Minuten sind wir jetzt am Laufen, weil ich nicht weiß, wo es hingeht. Und wir bisher nur einen Teleportstein haben. Das Ding ist auch, das ist dann immer so langweilig hier, weil man kann halt gar nichts machen. Also sagen, oh, schöner Baum. Über die Soundkulisse hat man sich schon 100-mal unterhalten. Dass das halt alles tot langweilig ist. Mittlerweile. So. Ich frag noch mal die beiden hier. Die wissen doch vielleicht, wie es zum alten neuen Lager geht. Hast du irgendwelche Tipps für mich?
Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Ja. Das bin ich, aber es bringt mir trotzdem nichts, wenn ich nicht weiß, wo das neue Lager ist. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Lass mich vorbei! Ja. Mal gucken, was hier ist. Speichern. Irgendwo muss doch dieses scheiß neue Lager sein. Was denn? Sowas regt einen dann auch auf. Du schlägst wieder 100 Mal auf die Gegner, die kriegen null Schaden. Weil das Spiel denkt, ja, ich will einen anderen Gegner treffen oder die Luft kaputt hauen. Oh, die Scheiße, dass das immer wieder eröffnet wird, ne, von selbst. Meine Güte, regt mich das auf. Drecksscheißenfresse, ey. Oh, da ist noch so ein Untertier. Macht doch keinen Spaß so. Was ist das denn jetzt? Meine Güte. Alles klar. Business.